Der einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Der einzige Sender der Bundesrepublik. Sie sprachen über den Kfz-Sperrgraben. Wie war dieser konzipiert? Oder seit wann gab es ihn? Wann wurde er eingeführt und wie war er konzipiert? Ich möchte mich hier nicht auf den Tag festlegen, wann er errichtet wurde. Ja, der Kfz-Sperrgraben war natürlich, so wie viele andere Details von Sperranlagen, ein Erfordernis geworden, ein echtes Erfordernis geworden, weil versuchte Grenzdurchbrüche mit Fahrzeugen unterschiedlicher Art und gelungene Grenzdurchbrüche mit Fahrzeugen, Traktoren, Omnibusse, LKW, PKW, die Sperren durchbrachen. Aus dieser Sicht wurde der Kfz-Sperrgraben angelegt zur Verhinderung der Bewegung Ost-West vom Grundsatz, verzögerte aber auch eine Bewegung West-Ost, aber nicht in den entscheidenden Punkt. Die wurden so errichtet. War es aber dann nicht erstaunlich, dass man ihn so errichtet hat, dass man mehr Angst hatte vor der Bewegung Ost-West als vor der Bewegung des Klassenfeindes Richtung Ost? Alleine die Errichtung der Sperranlagen in ihrer Art, dass der Kfz-Sperrgraben oder aber auch die Grenzsignalzonenanlagen ja vordergründig errichtet waren in der Tiefe des Grenzgebiets, also in Richtung Osten, signalisierte ja auch den Grenzer oder zeigte ihm, dass er den Angriff aus der Tiefe der DDR erwartet. Ich darf dazu sagen, das ist richtig. Und das führte ja auch zu vielen Überlegungen und zu Schlussfolgerungen bei den einen oder anderen. Einer, der sagt, er dient nicht mehr als Grenzer oder aber auch zu anderen Waffengattungen ging. Hatten wir ja auch. Ich darf aber sagen, die Errichtung dieser Anlagen muss man auch sehen, dass jede Person, unabhängig vom Alter, was man sowieso vorher nicht feststellen konnte als Grenzer. Jede Person, die durchgekommen ist, die Anlagen überwindete, wurde als Held gefeiert. In West-Berlin oder in der BRD. Ein riesiger Propagandarummel. Warum eigentlich, wenn beide Staaten, so wie sie ja, politisch kundtaten, die Absicht hatten, miteinander gut auszukommen? Und das möchte ich an und für sich sagen, ist der gravierende Punkt gewesen. Wenn eben, ich will ja nichts sagen zur Charakteristika dieser Person, weil ich das nicht kann, weil ich da nicht die Übersicht zu habe. Aber eins war für mich Fakt. Und so habe ich gearbeitet und das habe ich auch meinen Soldaten gesagt. Die Politiker sollen sich an den Tisch setzen, nicht wir als Soldaten. Wir haben den Befehl, es kommt keiner durch, dem kommt auch keiner durch. Alles andere ist nicht unsere Aufgabe. Und wir können auch nicht fragen, wer ist das und wer ist jenes. Ist er kriminell? Ist er politisch indifferent? Hat er Ärger? Hat er Frust? Das ist vollkommen uninteressant. Wir haben durch hohe persönliche Bereitschaft und der Vermeidung der Anwendung der Schusswaffen zu verhindern, dass die DDR Schaden nimmt, wenn jemand durchkommt und er für die westliche Welt als Idol, als Held dargestellt wird und der Sozialismus diskreditiert werden. Das haben wir zu verhindern. Das war
meine persönliche Meinung und auch meine Überzeugung. Deswegen hatte ich, sage ich ja, wissen Sie, solche Gemeinsamkeiten in der Schaffung dieses Dokuments, Einheit und Streit der Ideologien, SPD, SED, Egon Bahr und Hermann Axmann, bestätigten an und für sich das, was ich gesagt habe. Die Politiker müssen sich zusammensetzen, nicht das Militär. Und als Soldat, ob nun im Dienstgrad Gefreiter oder Offizier, der hat nichts zu fragen. Wenn er sich einmal dafür entschieden hat, für sein Vaterland zu dienen, für seine Heimat zu dienen, dann hat er zu gehorchen. Wenn er Zweifel hat, soll er es melden und dann muss er gehen.